Ja, also ich bin aus dem VfB Oldenburg ausgetreten, weil ich der Meinung bin, dass man diesem Treiben, was da herrscht, nicht länger zugucken kann. Ich denke, dass der Vorstand des VfB Oldenburg sich dermaßen brüstet, dass man den Verein weitergebracht hat. Also ich kann mich nicht erinnern in der Historie, dass der Verein jemals fünftklassig war. Dort hält man sich jetzt seit 4 Jahren auf. Man leistet sich einen Übungsleiter, der keinerlei Trainerlizenz hat, ein drittklassiger Spielervermittler ist. Und wenn man jetzt auch diese Vorfälle von Goslar, da muss ich, wenn ich Anstand habe, mein Amt zur Verfügung stellen. Auch des Trainers. Der Trainer hätte von sich aus da schon zurücktreten müssen. Und all das ist nicht passiert. Im Gegenteil, man lässt diesen Scharlatan noch 2 Jahre weiter da vorstellen. Und das war für mich letztendlich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, also bis hierhin und nicht weiter. Und zum ersten Mal, also ich war so sauer, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und also die Verhaltensweise, auch die der Mannschaft, ja. Als ich in der Verantwortung war, hatten wir eine super Truppe, die Charakter hat. Aber wenn man nach so einem Spiel wie gegen Goslar sich dann noch nachts in Oldenburg in einer Gaststätte zeigt, das finde ich, ist ein Skandal hoch 10. Also das geht alles gar nicht mehr und das ist für mich also auch nicht mehr mein VfB Oldenburg, wie ich ihn kenne von früher. Und wenn man dann noch wie Herr Rosenbohm noch fordert, dass die Stadt sich mehr engagieren soll, also weiß ich nicht mehr, was die machen, nehmen die Drogen oder was, weil solche Äußerungen kann ich einfach nicht machen. Als Oberligist solche Forderungen stellen, also das ist für mich ein Witz. Man merkt in Ihnen brodelt es, es regt Sie richtig auf. War das jetzt eine Sache, über die Sie länger nachgedacht haben, Ihr Austritt, oder war das jetzt eine spontane Entscheidung aufgrund der jüngsten Ereignisse, wo Sie gesagt haben, jetzt ist das Fass zum Überlaufen gebracht, jetzt reicht's mir? Nein, es war, also dieser Entschluss war schon länger, weil ich einfach finde, auch wie gesagt in der Historie des VfB, wir haben bisher immer Fußballlehrer gehabt, ja, oder zwischendurch einmal einen mit einer A-Lizenz, aber dass einer überhaupt keine Berechtigung hat, diesen Posten auszufüllen, da war ich schon eigentlich so weit, dass ich sage, also bis hierhin und nicht weiter. Dann hat man für mich zweimal, man kann schon fast sagen dreimal, den Aufstieg in die Regionalliga abgeschenkt, als man damals in der Winterpause souveräner Zweiter war und dann in der Rückrunde ja katastrophal abgestürzt ist. Da muss man als Vorstand dann auch sagen, bitteschön, wir brauchen einen anderen Trainer, das ist ja auch wieder falsch, weil der ja gar kein Trainer ist, aber wir müssen an dieser Position einen anderen Mann haben. Nichts, da hat man einfach zugeguckt. Deshalb glaube ich, dass da so ein Klüngel ist, also das ist für mich alles in Worte nicht mehr zu fassen. Und ich würde gerne mal, statt einer, als ein Oberligist, ja, Pressekonferenzen abhält vor jedem Spiel, und Spieler Autogrammkarten haben in der 5. Liga, da frage ich wirklich, sag mal, haben die noch den letzten Schuss nicht gehört? Und über diese ganze Geschichte, ich habe da mittlerweile auch einiges an Informationen, da würde ich gerne mal eine Podiumsdiskussion machen mit den verantwortlichen Herren, die sollen sich dann mal hinsetzen und auf der anderen Seite mal Leute Fragen stellen. Und da sollen die sich mal zu bereit erklären. Und das kann man mal so als so eine Art Pressekonferenz im Familia Center machen. Ja, aber der Rest, diese Ausschreitungen, die da passiert sind, sind durch nichts und gar nichts gut zu heißen oder zu rechtfertigen oder irgendetwas. Der VfB wird einen Schaden davon haben. Man wird hundertprozentig den Verein extrem verknacken. Ja? Aber dass Leute richtig angefressen sind, sauer sind, das kann ich schon nachvollziehen. Und da hat man von Seiten des Vereins, auch im Vorfeld, man hat die Sache so hoch gepitcht, dass letztendlich in dem Moment, wo du diesen Aufstieg nicht schaffst, dass das ins Gegenteil umschwenkt. So intelligent muss man sein und damit rechnen. Und wenn man dann nicht die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend hat, dann finde ich, ist das ein Skandal hochziehen. Und da muss ich einfach zurücktreten und mein Amt zur Verfügung stellen. Das Problem ist halt nur, du wirst in Oldenburg keinen finden, der so etwas gerne übernimmt. Das ist für mich leider sehr schade. Vielen Dank für das Gespräch.